Da passt man einen Augenblick mal nicht auf und schon ist Luigi weg. Das geht doch nicht. Luigi, wo bist du, mein kleiner Bruder? Ich rette dich. Nur wo jetzt lang? Erstmal speichern. Fass. Areal. Eigentlich Arsenal heißt es, nicht Areal. Oder doch? Schreibt mir mal bitte auf, ob das jetzt Areal oder Arsenal heißt. Oh, Entschuldigung. Ist mir ein bisschen zu gefährlich, wenn ich es alleine mache. Ah, nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Oh Gott, mal gucken. Oh, Mario, ist das so schlecht? Oh nein. Sag ich doch. Oh, oh, das überlebe ich nicht. Ey, bewegt euch. Mal gucken. Da, das wird was. Mario schafft das. Ist ja unser Mario. Hm, schade. Nein. Oh, 13. Nein. Oh. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Es war's, Mario. Abgewehrt und tot. So. Und der Tor jetzt erreicht natürlich ein Level ab. Ja, auch unbedingt seine Verteidigung muss hoch. 5! Ey, warum springt er denn da nicht hoch? Na komm schon. Nein! Ja, jetzt lande ich natürlich richtig. Aber nicht auf den nächsten. Halt! Sehr schön. Na toll. Muss ich doch nicht mehr lang. Aber, oh. Luigi! Und irgendwie ein paar Fässer. Wir spielen jetzt Jumpman. Nur ohne irgendeinen Affe oben drauf. Mann! Also Spiel Jumpman habe ich damals, also Donkey Kong habe ich damals nicht so schwer in Erinnerung. So. Super. Und? Noch einer? Gut. Huiuiui, das war knapp. Nein! Ich hab's doch fast geschafft! Mario! Mario! Was machst du da? Mann, du Vollhorst! So, dann spring ich mal hier. So. Klasse, Mario! Hast du gut gemacht? Kriegst einen Keks. Ah, du kriegst eine Pasta di Giorno, oder wie es heißt. So, wunderbar, geht doch. Und super, ein Mario, ich bin gerade voll stolz auf dich. So. Und wir haben es geschafft! Luigi! Hey! Brücke ist open. Luigi! Hey Luigi! Luigi! Ja, jetzt geht natürlich die Klappe auf und er fliegt durch. Wohl, dankeschön. Der Spiegel ist offen. Ah, jetzt müssen wir da durch. Okay. Oh, süß. Beide sind wieder vereint. Aber bevor ich weitergehe, will ich erstmal Mario heilen. Der ist ja fast schon wieder tot. So. Frisst mal beide einen Sirup. Und nochmal heilen. So. So, und hoch bitte. So, dann gehen wir weiter. Himmel! Tja. Okay, wir können weiter.
Ah, speichern erstmal. Immer wichtig. Und zweites Tor. Hätte ich nicht gedacht. Das hatten wir schon mal. So, Luigi muss unbedingt Level 20 werden. Und rein da. Lalalalalalalala. Aber es kommen ja ein paar Gegner nochmal. Wir müssen jetzt hier rein und hier den Schalter aktivieren. Das ist doch. Und trinken, 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 trinken. Mann, Marius, uff, uff, Mann. Mann, bin ich dick, Mann. Das sind wir richtig hinter den Stand und einfach mal B drücken. Du arme Maus. Du tust mir gar nicht leid. Buff, buff, buff. Und super. Jetzt können wir weiter. Der Spiegel ist aktiviert. Und er leuchtet direkt dahin. Und da ist unser nächster Punkt, wo wir hin müssen. Ja. Hammer. Hi. So, den müssen wir auch noch aktivieren. Jetzt dreht er sich um und der leuchtet genau auf das Ding rauf. Und wir können durch. Lalala. Lam. Oh je. Yeah. Vorbereitung beendet. Heißt darin, wir können die Sternbode jederzeit dem Klang von Prinzessin Peach Stimme aus ätzen lassen. Endlich wird sich die Welt vor mir verneigen. Wir können weiter. Oh. Pilze, irgendwelche Lachbohne. Oh, da ist nochmal ein Ding und nochmal erstmal Lachbohne und speichern. Lachhochschule. Zentrallabor. Spook. Yay. Speichervorgang abgeschlossen. Und rein da. Luke Miller, du bist jetzt platt. Peach-Stimme. Ab. Brabablub, 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 blubbelblubbel, blubbelbubbel, bubbelbubbel, bubbel. Und die Sternbohne, oder wie es immer heißt, scheint böse zu sein. Weil ich nur ein bisschen. Sehr. Ich sah dann ja aus, so wie ich. Ein unerwartetes Ergebnis. Was wird aus unserem Plan? Wir sind da, um sie zu sagen. Ihr wagt es uns in dieser Situation zu stören? Wir haben keine Zeit mit euch zu spielen. Oh yeah! Eigentlich, aber warum eigentlich nicht? Wenn ihr es so wollt, dann kommt doch her! Ich puste euch zurück in euer Pilzkönigreich. Eklig. Angst. Okay, das sieht schon mal gut aus. Das sah sehr gut aus. Welches ist mein wahres Ich? Na, wisst ihr es? Jo, ich weiß es. Ihr müsst nämlich darauf achten, welcher Schatten da unten kommt. Und? 19. War schon mal besser. Und? Ah. Ah, scheiße. Er macht immer so. Ach, da sind immer zwei. Okay, gut. Sie hat 200 Lebenspunkte. Die werden wir aber ganz schnell raus. 19. Ah, doch, es läuft. Ich hab's eigentlich schwerer in Erinnerung. Ah, schade. Aber 11. 11 wenigstens. Und sie hat sich wieder geteilt und ich weiß, welche die richtige ist. Hm? 22. Du bist schlecht, Luke Miller. Du gibst... Verstehst doch einfach. Du bist scheiße. Und? 27. Gib auf. Ah, doppelt.
Hui. Die habe ich schnell besiegt. Die ist einfach. Und? Gib auf! Wir machen dich platt. Jetzt wird sie, jetzt hält sie sich wieder. Ey, die ist so einfach. Das war nicht so gut. Ich mach dich platt, Lookmiller. Weißt du das eigentlich gerade? Und? Ich müsste... Ah, schade. Du bist scheiße! Ah, schon wieder verpennt. Ah, oh, schade. Ja, noch einmal und dann. Ich verpenne gerade die ganze Zeit. Gehen wir kurz mal eine Kleinigkeit zum Essen. Wir müssen ja heilen, so. Ey, Olle, das ist der gleiche Trick, den du die ganze Zeit bringst. Was für sture Klempner, als hätte ich alle Zeit der Welt. Bringen wir es zu Ende. Oh. Ah, verdammt. Na, nur Mario, aber... Ist ja eigentlich viel schwerer, meine Ohren. Das ist gar nicht so. Ey, Alte, du bist... Warum verkacke ich es eigentlich die ganze Zeit? Ja, ich hab's noch auf 2 gehabt. Oh, Mann. Hör auf mit deinen scheiß Schattenlöchern. Weil die hat mich ein richtig scheiß... Wenn ihr nämlich von diesen Schattendingern getroffen... Ich war noch nicht fertig mit erklären. Du blöde Kuh. So, jetzt nochmal. Also, diese schwarzen Löcher, die ihr gesehen habt, da dürft ihr nicht reinfallen. Wenn ihr reinfallt, bekommt ihr nämlich ein Tonnen schweres Ding auf euren Charakter. Wenn das passiert, könnt ihr kaum noch ausweichen. Das ist richtig blöde. Also, ihr müsst versuchen, nicht reinzufallen. Ich hätte es eigentlich bekommen müssen bei Mario, aber irgendwie war er zu stark. Keine Ahnung. Er ist Level 21. Das heißt, Mario ist schon mal ziemlich gut. Und wir bekommen HP und Dings. Nee, das will ich nicht haben. Ich will die Brüderpunkte ein bisschen hoch haben. Und wir kriegen 2 Punkte. Yes! Luigi ist Level 21. Er bekommt Brüderpunkte, Verteidigungspunkte, Angriffspunkte. Ich will ein bisschen die HP. Wir haben doch 3 Punkte hochgekriegt. Das ist schon mal gut. Wir hatten 51. Wie konnte das passieren? Ruhig. Ich habe eine wunderbare Idee. Ich saug sie einfach auf. Mit dieser Maschine sauge ich eure Energie auf. Voll bekloppt eigentlich so gerade. Oh mein Krankfried. Noch einen letzten Hieb. Gegen diese Frechlinge. Verstanden. Oh Gott. Nein. Yay, Marmek, du alte Sau. Du hast uns gerettet, du rettest uns gerade. Ja, willst du den ganzen Ruhm einhauen fangen? Und da fliegt er. Schnell in den Keller, da finden wir die Sternbohne. Was? Die Sternbohne ist wild geworden, als sie die Stimme von Prinzessin Peach gehört hatte? Mario voll... Und Luigi... Ja, ganz ruhig bleiben, das ist kein Problem. Nein. Warum die Sternbohne so auf die Stimme der Prinzessin reagiert hat? Dahinter steckt ein extrem erstaunliches Geheimnis. Hm? Wir können reden, wenn wir die Sternbohne wieder an ihren Platz gemacht haben. Schnell folgt mir ins untere Geschoss. Yay, yeah, ich bin so toll. Mein Superkissen. So, Leute. Ich sage, wir haben Lookmiller diesen
Fahrt hier platt gemacht. Wir uns beobachten Augen. Und ich würde mal sagen, wir gehen erstmal kurz speichern. Und dann werden wir uns im nächsten Part wiedersehen. Zentrallabor. Ich hoffe, es hat euch diesmal wieder gefallen. Der Kampf war wirklich ziemlich easy. Eigentlich ist er, wenn ihr diese 1-Tonnen-Dings habt, ziemlich schwer aufgebaut. Aber wie ihr gesehen habt, ich hab's geschafft. Und ihr werdet es später auch schaffen, wenn ihr wieder mal Super Mario und Luigi Superstar Saga zockt. Also dann, Leute, sehen wir uns im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin. Auf Wiedersehen, macht's gut, tschüss.